Willkommen zurück bei Pokémon Gold, die Nuzlocke. Immer noch mit mir alleine. Ja, das liegt daran, dass Dark Slicer mal zwischenzeitlich on ist, dann wieder nicht. Also, zum Aufnehmen hat er sich bis jetzt noch nicht gemeldet. Also, ja. Zockt die ganze Zeit nur ein neues Spiel und deswegen mache ich das jetzt alleine einfach. Und wir prügeln uns in der Arena. Du hast es also bis hierher geschafft. Lass dir gesagt sein, dass ich ein harter Brocken bin. Meine Pokémon werden dich in Grund und Boden rammen. Pass auf. Wow. Glückwunsch, du kannst Steine durch die Gegend werfen. Da, jetzt hast du dich erschreckt. Wie? Es hat nicht mit Pokémon zu tun? Das ist wahr. Komm her, lass uns kämpfen. Ja, wenn der uns direkt so auf die Schnauze haut, dann sind wir platt. Da braucht er überhaupt keine Pokémon. Rocker Adrian. Gut, Rocker Adrian, dann zeig uns mal dein Merrill. Jetzt habe ich aber Angst. Aber es ist Level 27, das ist schon gefährlich. Aber Jesus kann das. Ich vertraue der Jesus. Mit Intensität 5. Entschuldigt, dass ihr das gerade gesehen habt, dass meine Maus verrutscht. Aber sehr effektiv, das ist doch schon mal gut. Okay, Delegator ist problematisch, aber kostet Leben und ich habe Skype nicht auf beschäftigt gestellt. Tut mir leid, das werde ich nach der Aufnahme kurzzeitig noch machen. So, jetzt machen wir erstmal das Ding platt. Ich sollte die Tempotaste gleich wieder weglegen. Na, ich lege meinen Finger gleich so, dass ich die nicht mehr benutzen darf. Superzahn. Okay, Superzahn könnte gefährlich werden. Mal gucken. Ja, es verwandelt sich gleich wieder zurück. Sage ich ja, ist gefährlich der Angriff. Deswegen gerade mal ein kleiner Austausch. Haben wir vielleicht noch ein Boden-Pokémon oder so dabei? Ich weiß gar nicht, was war Red Bull nochmal für ein Typ? Elektrostahl, das ist gut dagegen. Sind Normalattacken wie Superzahn nicht sehr effektiv. Und die Verteidigung sorgt dafür, dass eigentlich das Vieh unzerstörbar ist. Frustration ist allerdings keine Attacke, die auf die normale Verteidigung, sondern auf die Spezialverteidigung geht. Ich muss diesen Okay, interessiert uns aber trotzdem nicht. Ich muss dringend diesen komischen Delegator da kaputt machen. So, Eisenschweif, Red Bull macht das Vieh platt. Ja, er ist besiegt, sehr schön. Ja, Frustration zieht 3 HP ab. Ich glaube, das können wir uns gerade noch so leisten. So, komm, Red Bull. Eisenschweif. Bring das Vieh einfach um. Kurzerhand. Tot. Na, hat überlebt. Und ich wurde in Skype angeschrieben. Ich frage mich, wer das um diese Zeit ist. Ich meine, wir haben 11.51 Uhr. Es könnte vielleicht einer aus, ja, aus meiner Übung sein, weil eigentlich hätte ich jetzt eine Übung in der Uni, aber nö. Habe ich mich entschieden, heute nicht hinzugehen, weil ich heute nicht so früh in die Uni muss und ich möchte auch mal einen Tag ausschlafen. So, Magnetilo, wissen wir, ist vom Typ Boden. Das heißt, jedes Pokémon mit einer Wasserattacke ist sehr, sehr effektiv dagegen. Und da wir da zufällig gerade mal eins zur Hand haben, würde ich das dann auch benutzen. Na, Kamikaze, du kannst dir hier mit Surfer das Vieh wahrscheinlich in einem Schlag erledigen, wenn du triffst. Doppelteam ist eine böse Attacke. Aber wir treffen. Das sollte es wahrscheinlich schon gewesen sein. Also ich glaube nicht, dass Rocker Adrian da eine große Chance gegen hat. Ja, Volltreffer weg. Vielleicht kriege ich auch mal den lieben Zero zum Aufnehmen. Das wäre schön, wenn ich den mal wieder hier mit dabei hätte. Huch. Ich habe verloren. Wie wär's damit? Du bist des Faustordens würdig. Holzerheld, Faustorden. Joa, Faustorden ist schön. Durch den Faustorden gehorchen dir alle Pokémon bis Level 70. Dies gilt auch für getauschte Außerdem können deine Pokémon fliegen auch außerhalb eines Kampfes einsetzen. Hier, nimm auch dies. Holzerheld TM01. Erste TM, das ist cool. Das ist Wuchtschlag. Er trifft zwar nicht immer, aber wenn er es tut, verwirrt er den Gegner. Das ist schön. Wir gucken mal, was er uns da wirklich angedreht hat. Knochenmerang ist auch keine schlechte Attacke. Finde ich zumindest. Ich finde es so cool. Allerdings lag das vielleicht auch daran, dass ich damals Pokémon Stadium immer gespielt habe als Kind. Und jo, da war nun mal Knogger mit Knochenmerang. Oder Knochenmerang heißt ja eigentlich richtig cool. So, hier gab es aber noch irgendeine. Du wolltest uns Fliegen geben, ne? Hartwig, der Arenaleiter, steigt gerne mit seinen Pokémon in den Ring. Nee, du da unten, du bist es, ne?
Du hast das Meer überquert, um hierher zu kommen? Das war sicher nicht einfach. Es wäre viel einfacher, wenn deine Pokémon Fliegen einsetzen könnten. Das ist der Orden von Anemonia City. Dann soll dir diese VM gehören. Walzer erhält VM02. Walzer steckt VM02 in die Tasche. Bring deinen Pokémon Fliegen bei. Du kannst dann sofort in jede Stadt fliegen, die du bereits besucht hast. Man hat gegen dich verloren, also muss er härter trainieren. Das ist auch gut so. Er hat in letzter Zeit etwas Speck angesetzt. Ja gut, dann ich bin mal gespannt, wer von den komischen Vögeln bei uns im Team wirklich Fliegen erlernen kann. Wir setzen es einfach mal ein. So, Fliegen. Ja, ich möchte es einem Pokémon beibringen. Es kann ziemlich viele. Red Bull ist ja so ein bisschen unser VM-Sklave derzeit. Deswegen möchte ich auch, dass er Fliegen lernt. Wir können es auch theoretisch Schlumpf beibringen, aber ich glaube, Schlumpf ist jetzt nicht so das Pokémon, dem ich diese Attacke jetzt beibringen möchte. Andererseits, ja gut, Steinhagel habe ich gerne eingesetzt, aber brauche ich nicht. Nö, dann lieber Fliegen. So, Red Bull. Das machst du. Ja, ich fliege auf meinem... Was bist du eigentlich? Bist du ein Bison? Nee, du bist ein Büffel. Dann fliege ich halt auf meinem Büffel zurück nach Oliviana City. Aber ich könnte ja auch mal hier zum Beispiel zu kurz zurückfliegen. So, beschleunigen wir mal ein bisschen. Moment, ich war schon im Pokémon Center. Falls ihr euch fragt, was will der Kerl jetzt schon wieder bei Kurt? Das ist doch völlig schwachsinnig, dahin jetzt zurückzugehen. Nee, ist es nicht... Hey, ein Aprikoko, aber der Beutel ist voll. Ja, das können wir ändern. So. Oh, wir haben schon... Ja. Wir haben einen Schwerball bekommen von Kurt. Achso, dann nochmal rein. So, machen wir... Der darf mir jetzt gerade aus einer roten Aprikoko, glaube ich, einen Turboball machen. Ja, das geht ja jetzt gut. Jetzt kann ich ja einmal pro Tag hier... Was, der Beutel ist immer noch voll? Das geht doch nicht. Wie viel habe ich denn von dem Zeug? Hier. Ich habe immer noch eine Aprikoko rot. Verdammt. Was kann ich denn gerade mal weggeben? Minzbeere. Habe ich noch irgendein Pokémon? Ja, du kannst noch was tragen, Patrick. Kriegst eine Minzbeere. So. Kann ich gerade mal die Aprikoko mitnehmen? Was ist denn das für eine blaue oder was? Dass wir die noch nicht haben. Weiß, okay. Gut, dann nehmen wir die Aprikoko weiß mit. Der liebe Lasti, der war ja im Let's Play von Pokémon Quarz mal dabei. Oh, den kennt ihr. So. Dann fliegen wir gerade mal weiter in die nächste Stadt. Neuburg, ja, da brauchen wir überall eigentlich gerade gar nicht hingehen. Nö, da würde ich sagen, ja, fliegen wir zurück nach Oliviana City. Mit unserem Büffel oder Bison oder, nee, Büffel war es. Habe ich mich ja auf Büffel geeinigt. Ein richtiger, oder es soll es wirklich ein Stier sein. Ich meine, Taurus ist ja Stier. Aber ich finde, das sieht nicht aus wie ein normaler Stier. Ich finde, das sieht mehr aus wie ein Büffel. Oder ein Bison. Nee, nicht Bison. Ach, ich bin so schlecht, was Tiere angeht. Egal, es sieht für mich... Also, es... Gut, es ist ein Stier. Sind wir mal ehrlich, es ist ein Stier. Hier oben haben wir, glaube ich, noch nicht... Haben wir hier alle Trainer besiegt? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, ich bin hier relativ gut außen rumgelaufen. Oder auch nicht. Aber wir haben auf jeden Fall eine Beere dabei, den wir dieser netten... nee, nicht hier. Dem netten Miltern geben können. Und das möchte ich auch gerade mal tun. So, hier Miltern. Ja, komm, hier kriegst du noch eine Beere. Miltern ist etwas gesünder geworden. Dein Ruf ist schwach. Gibst du Miltern eine Beere? Ja. Walzer hat keine Beeren. Doch, ich habe einen Grizzlybär. So. Obstbaum. Hey, das ist eine Minzbeere. Verdammt, ich will keine Minzbeere. Ich will eine normale Beere. Wir können ja aber zum Glück dank... Ja, das machen wir jetzt. Wir fliegen jetzt ein bisschen durch die Gegend und sammeln Beeren ein. So, hier müssten wir recht in der Nähe einen haben. Einen Baum. Nämlich hier oben. Ja. Das ist ein Obstbaum. Hey, das ist eine Beere. Aber der Beutel ist voll. Verdammter Mist. Aber wir haben doch... Ja, gut. Die Aprikoko Weiß nimmt ja auch wieder was weg. Das ist doof. Los, komm. Benutze ich jetzt meinen Schutz. Braucht dir eh keine Sau. So, jetzt fliegen wir zurück und geben es dem Miltern, weil ich möchte das Miltern ganz gerne gesund pflegen. Dann kriegen wir nämlich Kumu-Milch oder Muku-Milch? Nee, Kumu-Milch war das. Und ja, das wäre eigentlich ganz cool, wenn wir die bekämen.
Aber dafür müssen wir halt das arme Miltank pflegen. Vielleicht reicht's ja jetzt auch schon. Wir haben dem ja schon einiges gegeben. Was war das eben? Hier war eben irgendeine Textmessage, die ich dummerweise nicht gelesen habe. Vielleicht war es wieder Angler Mark. So. So. Miltank kriegt eine Beere. Muh. Sein Ruf ist immer noch schwach. Wir haben keine Beeren mehr. Ja, Miltank sieht traurig aus. Es tut mir leid, Miltank, aber ich habe keine Beeren mehr für dich. Du musst dich etwas gedulden. Moment mal, ich habe doch hier den... Habe ich da nicht... Ich dachte darauf, auf Select hätte ich mein Fahrrad liegen, aber wohl nicht. Das können wir aber gerade mal wieder ändern. So, Fahrrad. Wahl. So. Zack. Und jetzt können wir hier Fahrrad fahren und nach Beeren suchen. Ein Azurmarill. Ist auch schön. Können wir sofort töten und Level Up kommen. Das ist schön, dann ist Jesus auch schon Level Up. Dann muss jetzt hier nur noch... Wie lange nehme ich überhaupt schon auf? Ich glaube, ich nehme schon wieder... Nee, ich nehme noch nicht zu lange auf. 5 Minuten müssten wir noch haben. Wenn ich mich gerade nicht irre. Nee, da müsste noch einer sein. So. Ja, da ist noch einer. Vielleicht gibt es hier eine Beere. Eine normale Beere. Hey, das ist eine normale Beere. Sehr schön. Hatten wir nicht mal irgendwann einen Schutz aktiviert? Ja, kann ich uns ja ein bisschen Geld hier herbeiwerfen. Das ist schön, bei wilden Pokémon Geld machen. So, jetzt fahren wir zurück zu Miltank und geben ihm noch eine Beere. So, Miltank, alles gut. Miltank ist viel gesünder geworden. Sein Ruf ist schwach. Nein, ich habe keine Beeren mehr. Du müsstest eigentlich schon fit sein. Blödes Miltank. Hier ist es. Ich kann keine... Die haben 4 Miltanks und können keine Milch. Das hatte ja Dark Slicer schon. Sich darüber beschwert, dass die 4 Miltanks haben und wenn ein Miltank krank ist, können die keine Milch mehr produzieren. Furchtbar. Ja, ich kann ja in der Arena schon mal so die Vorreiter hier kaputt machen, ne? Ach, hier gibt's überhaupt keine Vorreiter. Okay, dann gehe ich vielleicht doch nochmal ins Pokémon Center und wir machen das im nächsten Part. Dann kann ich ja in dem Part die restlichen paar Minuten, die wir, glaube ich, noch haben, kann auch sein, dass die schon längst rum sind. Nee, nicht Stärke. Nicht Stärke. Red Bull, du sollst doch hier fliegen, ne? Fliege mich nach... Ich weiß nicht wohin. Teak City. Die haben doch bestimmt auch hier irgendwo so einen Busch. Ich hab doch auch hier, ne? So. Fahren wir mal mit dem Rad hier ein bisschen lang und gucken nach Büschen mit Beeren. So. Hier gibt's doch 3. Da haben die bestimmt 1. Das ist ein Obstbaum. Hey, es ist ein Aprikoko Rot. Ich glaube, die kriegen wir nie wieder weg, außer ich mache das offscreen. Ich denke, das werde ich auch tun. Hey, es ist ein Obstbaum, ein Aprikoko Schwarz. Und es ist ein Aprikoko Blue. Das ist schlecht. Aprikoko Blue ist schlecht, sehr schlecht. So, aber hier könnte auch noch irgendwo ein Baum sein, ein Obstbaum. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Ach so, jetzt sind wir wieder hier. Bei der ersten Arena. Hier unten müsste aber einer sein. Ja, so ein bisschen kann ich mir... Antiparabeere, was will ich denn damit... Ja, hier unten, da waren die Arschratten, wer sich erinnert. So, waren wir hier links mit Zerschneider eigentlich durch? Ach so, wir haben gar kein Pokémon, das Zerschneider kann dabei. Das ist schade. Sehr schade. Egal. Ach ja, hier wieder Arschratte. So, ein bisschen hier Turbo geben. Tritt in die Pedale, mein Junge. Müssen uns hier beeilen, aber hier gibt es gar keine Beeren mehr, verdammt. Gut, Leute, dann würde ich einfach sagen, im nächsten Part holen wir uns den Pokéball ab oder ich guck mal, vielleicht nehme ich jetzt auch noch was im Stück auf. Und machen die Arena auf jeden Fall. Leute, lasst mir einen Kommentar da, einen Daumen nach oben, würde ich mich tierisch drüber freuen. Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Pokémon Gold, die Nuzlocke. Bis dann, euer Wolf.